So, da sind wir wieder. Ja, ihr werdet jetzt unten, ich denke mal rechts, links, das andere rechts, genau, ja. Also hier diese Seite, wo der Arm jetzt da gerade so winkt. Werdet ihr jetzt gerade das Video sehen, wie ich im Nether hier den ganzen Bedrock und sowas verschwunden hab. Nee, hab verschwinden lassen, so rum. Super Deutsch, ne? Finde ich auch. Mittlerweile ist das Loch, also wo ich jetzt mit euch spreche, ist das Loch jetzt fertig und woher habe ich denn den Sandstein? Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Keine Ahnung. Ja, mittlerweile ist der ganze Bedrock weg und ja, ihr seht es jetzt natürlich auch, wo ich da gerade am rum experimentieren bin und mir ist Gott sei Dank kein Bett mehr explodiert. Ich habe auch mittlerweile mal das Pferd wieder in den Stall gebracht. Das wollte ich eigentlich noch aufnehmen, aber habe dann vergessen, ja, hättest du mal Start drücken können, ne, für die Aufnahme und sowas. Naja, egal. Oh, ja, ich glaube, jetzt hört er mich auch besser. Das Mikro war etwas weiter weg. Naja. So, ich habe jetzt noch vor, ein bisschen den Gang hochzumachen, hochzumauern. Und vielleicht auch noch runter zu graben, während ihr dann noch das andere Video seht. Und ja, gut, das dürft mir hinbekommen. Ja, hier. Ah, jetzt weiß ich, woher ich das hatte. Okay. Gut. Ja, gut. Passt. Jetzt weiß ich, woher es. Na. Meine Fresse. Ihr müsst entschuldigen, für mich ist immer noch Freitag, der 10.7. Ja, hier müssen wir noch runter. Gut. Freitag, der 10.7. 10:42 Uhr mittlerweile. Ich komme aus der Nachtschicht und bin immer noch wach. Boah, Alter. Ich bin schon seit über 3 Stunden wach noch. Also schon. Naja, schon noch. So wird es dann aussehen. Ich möchte da jetzt noch die Dinger machen. Wobei, ich möchte jetzt auch erstmal gucken, wie wir das hier eventuell verschönern können. So, gib mir mal hier ein bisschen Kobbel. Na, komm. So, und, nö, machen wir so. So machen wir das. So, und wie sieht's hier aus? Ja, doch, das kann man so lassen. Kann man auch mal so lassen. Ich dürfte dich mal kurz bitten, da wegzugehen. Doch, darf ich. So, geh mal weg. Danke. So, dann mache ich nämlich das hier auch noch. Und dann, ja. Das werde ich an allen 4 Seiten machen. Da noch, okay. So. Und. Stimmt das? Nee, stimmt natürlich nicht, ne? War ja klar. War ja klar. Ich muss hier hin. So, ich wollte mir eigentlich noch ein bisschen Netherstein mitnehmen. Damit ich da hinten noch das Loch zumachen kann. Das werdet ihr am Ende von dem Video sehen, wo das Loch ist. Warte mal. Du kannst hier erstmal weg. Ne, Dankeschön. War sehr nett mit dir. Aber jetzt bist du überflüssig. Ein bisschen. Uäh. Aua. So. Das dahin. Ja, doch, das passt wunderbar. So, hier kann ich im Prinzip auch zu machen. Achso, warte mal. Machen wir erstmal so. Und das kommt weg. Das kommt alles wieder weg. War so schön hier mit dem Stall. Naja, okay, gut. Kann man nichts machen. Wir haben jetzt eine bessere Methode gefunden, um hier im Nether uns fortzubewegen. Und die finde ich einfach genial. So, das erstmal noch weg und das da weg. Und das will ich dann alles mit Nethergestein wieder voll machen. Weil da möchte ich ungern irgendwie, ja, das Zeug da liegen lassen. Drin lassen in den Wänden. Komm, fangen wir schon mal an. Und zwar hier. Gut. So, du dahin und jetzt satt. Da würde ich sagen. Ja, doch, das passt. Wo habe ich meinen Cobblestone? Ah, ich nehme den. So. Den mal da hochgezimmert. So, da könnten wir hier eigentlich schon mal
Ne? Und so. Ja, da geht's nicht. Warum eigentlich nicht? So. Zack. Machen wir dann hier noch. Oh. Ja, komm. Hier geht's gerade noch so. So, jetzt muss ich mal überlegen. Du kommst hier runter, ne? Ja. Genau. So, das heißt. Ah, komm, ich komm. Ey, cool, ich komme dran. So, das da. So, und der Rest geht hier runter, genau. Ja, da muss ich noch den toll. Den anderen Koppel da rausnehmen. Cobblestone Slabs. So, zack. Haben wir übrigens mal ein paar wieder. Du kommst ja auch im Prinzip hier raus. Oh je, da geht's tief runter. So, genau. Nein. So, genau. So passt es. So passt das. So, ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Nethergestein. Ey, sag mal, falsche Richtung. Hallo, ihr müsst runter. Mensch, Kinders. Ihr kapiert aber auch gar nichts, ne? Ah, die Tür kann ich jetzt erstmal hier draußen lassen. So. Nehmen wir hier mal so ein paar Stacks mit. Komm. So. Da. Ah, da können wir auch noch ein bisschen was schnabulieren. So. Mir ist schon aufgefallen, dass ich zu oft so sage, aber ja. Ist eben so, ne? Ich hab noch Leitern dabei, gut. Dann kann ich nämlich hier. Ne, kann ich nicht. Aber doch so. So. Und so. Und hier und da und dort. Oh je, wie hoch wird denn das noch? Achso, ah, guck mal. So, und hier, ne? Das ist der letzte. Ja. Ne, der vorletzte. Egal. So, mache ich mir hier erstmal so eine Plattform. Na, komm. Danke. So. Das war mir klar. Aber das war gewollt. Na? Was ist denn jetzt? Wollte gerade sagen. Klappt das jetzt nicht mehr, oder was? So, super. Kommen wir hier schon mal runter. Ja, doch. Das war jetzt ungemein nützlich. So. Na, lass mich. Hallo? Darf ich? Doch, darf ich. So. Mann! Ich möchte es so irgendwie vermeiden. Ist ja furchtbar. So ein bisschen wenigstens. Machen wir hier mal noch ein bisschen zu. Ich wollte es schon wieder sagen. Ich habe mich gerade noch so beherrschen können. Ja, komm. Das können wir hier auch wieder rausknallen. Wenigstens die Half-Slabs noch. Soll ich das Holz hier drin vielleicht drin lassen? Ich meine, wir haben im Prinzip genug von allem. Ich habe nicht genug Platz. Ich habe nicht genug Platz. Muss meine Axt da? Also doch, Mensch. Sag doch was. So. Einfach mal alles eingesammelt. Ja, so gut wie es geht eben. Ach, wisst ihr was? So. Schon wieder so. Ich packe jetzt erstmal unten alles in die Kisten. Was ich jetzt nicht mehr brauche. Am besten mal hier rein. Ja. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Die auch. Die sowieso. Ah, die Scheren brauche ich jetzt auch nicht. Ich glaube, hier wächst ein bisschen wenig Gras. So. Jetzt wieder da hoch. Oh, toll. Haben wir noch einen Typen, der mitgeht. Hm, einer, der entgegenkommt. Oh, auch nicht schlecht. Schreib eine Karte, wenn du unten bist. So. Ich wollte es gerade schon wieder sagen. Ich versuche das jetzt wirklich mal ein bisschen besser sein zu lassen. Einfach nur so. Und hast nicht gesehen, ne?
Es ist doch schwieriger als gedacht, ne? Wollte schon wieder so sagen. Gut, gut, gut. Hätten wir das schon mal? Ja, machen wir das hier wieder weg. Ah, das ist doch schon ein bisschen... Ja, gut, aber das ist Minecraft, ne? Man baut was auf, man baut was ab, man baut es um. Man reißt wieder was ab, um etwas Neuem Platz zu schaffen. Aber ich glaube, den Tunnel, den werde ich ja nicht mehr zumachen. Nee. Den habe ich in schönster Arbeit, oder in, ja, schönster Arbeit weiß ich nicht unbedingt, aber eben noch mit dem Dosch zusammengekloppt. Aus der Wand gerissen, quasi eingehöhlt. Der stete Tropfen hüllt den Stein? Hüllt? Hä? Hüllt? Holt? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Naja. Oh, aber warte mal, das Holz kann ich ja noch ein bisschen verballern. Das wäre auch nicht verkehrt. Gut, gut. Da muss ich mir natürlich noch was überlegen, wegen der... Na, sag's mir. Bahn, die jetzt da noch reinkommt. Da müssen nämlich Half-Slabs drüber, damit da nichts spawnen kann. Ansonsten habe ich nämlich das Problem... Ja, Aggro werden die wahrscheinlich nicht. Die Zombie-Pigmen. Aber es könnte dann natürlich sein, dass ich dann anhalte und dann wieder zurückfahre. Und das muss ja nicht sein. Und ich habe mir mal sagen lassen, das funktioniert dann auch so. Also ich habe es schon ein paar Mal gesehen, sagen wir es mal so. So, das Gras kann ich im Prinzip hier lassen. Den Stein nehme ich auch noch mit. Die kann ich jetzt nämlich hier gut gebrauchen. Weil ich glaube, ich habe zu wenig mit. So, wunderbar. Ah, dann machen wir hier mal dicht, ne? Würde ich sagen. Ah, so ein Bilder-Spawn, das wäre jetzt toll, ne? Ich würde aber trotzdem mal behaupten, dass wir von hinten anfangen. So, einfach mal, ja, genau, einfach mal wild drauf rumgeklickt. So. Und hier noch ein paar Steine hin. Und hast nicht gesehen? Oh Mann, ey. Das wird wieder richtig spannend hier, die Arbeit. Aber hey, es muss gemacht werden. Und ich meine, die andere Arbeit, die ich jetzt da natürlich jetzt, die müsste jetzt eigentlich mittlerweile auch durch sein. Dass ich die jetzt im Schnellverfahren mehr oder weniger gezeigt habe, das hat den einfachen Grund, ich musste mich ein bisschen konzentrieren, sonst wäre mir wahrscheinlich wieder das Bett um die Ohren geflogen. Und ich müsste jetzt auch mal ein bisschen Luft holen. Oh, Alter. Das war knapp. Beinahe wäre ich schon erstickt. Naja, Quatsch. Achso, ja, apropos ersticken und so und Quatsch machen. Ich möchte auch mal ein bisschen ernster jetzt bleiben. Und zwar geht es um das Thema, was der Fischkopf letztes Mal hatte. Das hatte er diese Woche, beziehungsweise ich habe das gestern Abend oder heute Morgen gesehen. Also wie gesagt, ist immer noch Freitag, der 10. Ich nehme wahrscheinlich wieder Unmengen in Vorproduktion auf. Aber ja gut, es muss jetzt einfach mal sein. Der Fischkopf, der hatte eine wunderbare Diagnose vom Arzt. Er hat Hodenkrebs. Und er ist, ja, es war wirklich, ja, Hodenkrebs nicht, aber nee, Quatsch. Der hatte keinen Hodenkrebs, sondern einen Tumor. Tumor im Hoden. Die Sache an sich ist schon, ja, doch, also schon recht ernst. Und er hat natürlich dann auch seine Reichweite genutzt, um die Leute ein bisschen zu sensibilisieren. Und falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich versuche dran zu denken, dass ich das dann in der Videobeschreibung poste. Und schaut's euch an. Schaut's euch an. Sensibilisiert euch selbst. Ich kenne das Problem, ich bin selbst in der Generation aufgewachsen. Wo es dann mehr oder weniger heißt, ja, solange du den Kopf nicht unterm Arm trägst, ist alles okay. Das ist falsch. Das ist sowas von falsch. Der Tribolo, wenn er gerade zuguckt, der wird mir auf jeden Fall auch zustimmen können. Weil der ist, ja, gut, der ist vom selben Schlag. Kann man so sagen. Und, ja. Es ist eben so, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas im Argen ist, ne, dann geht zum Arzt. Egal was es ist. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Der Fischkopf, der hat es richtig gemacht, der hat gemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht, ich gehe mal zum Arzt, ja?
Und ihm hat es quasi mehr oder weniger, eigentlich schon richtig, das Leben gerettet. Weil er hat dann, ja, die Mitteilung bekommen, ja, da ist ein Tumor. Und in einem ganz geringen Prozentsatz sind die Tumore auch gutartig. Das heißt, dass es eben kein Krebs ist. Und dass sie auch nicht streuen. Wer nicht weiß, was das Streuen bedeutet, das ist einfach so. Krebs ist ja eine bösartige Zelle, kann man so sagen, die eben gute Zellen und sowas auffrisst und sich dann dadurch auch verbreitet. Während die das macht, die guten Zellen auffressen, teilt sie sich und kann dann in die Blutbahn gelangen und verteilt sich dann eben auch im Körper und kann dann eben andere Körperteile betreffen. So, und sowas nennt man dann eben Streuen. Wenn sich das über die Blutbahn irgendwie verteilt und dann eben andere Bereiche infiziert, mehr oder weniger, dann redet man von Streuung. Ich habe das selbst bei meiner Großmutter erlebt, die hatte zweimal Brustkrebs. Ja, den ersten hat sie gut überstanden, der zweite dann nicht mehr so. Da ist es dann auch recht schnell zu Ende gegangen. Ich meine, es ist nie schön, jemanden durch so eine Krankheit zu verlieren. Generell ist es nicht schön, jemanden zu verlieren, aber ja gut. Das ist eben der Lauf der Dinge. Kann man leider nicht ändern. Und wir haben den Raum jetzt voll. Das ist gut. Auf jeden Fall hat er dann eben auch seine Reichweite genutzt, um die Leute zu sensibilisieren, in dem Sinne, dass die, egal was ist, zum Arzt gehen sollen. Egal was ist, ja? Und das finde ich wirklich eine gute Idee. Definitiv ist es eine gute Idee. Wenn irgendwas ist, und sei es auch nur ein Kopfschmerz oder sonst irgendwas, geht zum Arzt. Es kann irgendwas Gravierendes sein. Muss nicht. Natürlich wünsche ich es keinem. Ne? Schon gar nicht euch oder irgendwie meiner Familie oder sonst irgendwie. Es darf ruhig irgendwas Harmloses sein. Das auf jeden Fall. Aber, ne? Ihr wisst Bescheid. Wenn irgendwas ist, geht zum Arzt. Lasst euch durchchecken. Wenn alles okay ist, ist es super. Und ja gut, wenn es eben nicht geht, dann ne? Also wenn es eben nicht gut geht, meine ich jetzt damit. Bis dahin müssen wir. Mein Gott, das wird auch wieder so ein Mammutprojekt. Naja, ja, ich wollte jetzt eigentlich nur noch ein, zwei Folgen aufnehmen, weil durch die ganze Aufnehmerei, die ich jetzt da gemacht habe. Müsste doch die Ecke sein, oder? 3? Lass mich doch mal gucken. Ich glaube, ich bin immer 3 weiter. Das heißt, hier müsste doch eigentlich die Wand sein, glaube ich. Lass mich das gerade noch mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Ja, cool. Muss ich gar nicht mehr so viel aushöhlen, sondern einfach hier noch die ja, Treppe hier so weitermachen. Ja, cool. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Und dann halt hier noch so ein bisschen. Ne? So. Nein, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Wow. Meine Güte. Oh. Ich hat's eben schon befürchtet. Da kommt jetzt bestimmt gleich Lava. Alter, war das knapp. Das war echt knapp. Ich wollte noch sagen, hoffentlich kommt da keine Lava. Und was sehe ich? Lava. So. Zack, zu. Gott sei Dank. Meine Güte. Ja, das Großprojekt, also hier einfach nur verkleiden und dann hier so ein Ding hochziehen, das werde ich dann Offcam machen, also richtig Offcam, nicht so wie ich gesagt habe, ja, ich mache das dann Offcam und dann habt ihr doch ein Video. Aber das mit dem Bedrock, das wollte ich unbedingt zeigen. Nicht, dass es dann heißt, weißt du, geht er kurz in Creative und bam, 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 alles weg. Nein, ich möchte das für mich ehrlich, auf ehrliche Weise machen und natürlich auch für euch auf ehrliche Weise. Und ja, gut.
Das werde ich dann auf jeden Fall noch verschönern. Mal gucken, was mir da noch einfällt. Ja, den könnten wir eigentlich schon mal austauschen, ne? Und den. Oder auch nicht. Und doch, können wir. So. Ja. Aber in diesem Sinne würde ich dann aber auch mal sagen. Hallo, Zombie Pigman. Das war's dann erstmal für diese Session. Wo habe ich denn die Türen hin? Habe ich die. Nee, da nicht. Ah, guck mal. Eine? Hä? Habe ich die überhaupt? Ach, guck mal da. Da sind sie doch. So, okay. Mache ich hier erstmal wieder die zwei Türen hin. Ja, gut. Was waren da? Achso, da waren irgendwie Stufen drin, ne? Ja, genau die. Das machen wir nochmal anders. So, ja. Und dann so. Ja, doch. Das gefällt mir viel besser. So, dann kommen die erstmal wieder da rein. Das kommt mit. Das kommt dahin. Das dahin, das dahin. Den Rest werde ich auch mal da reinpacken. Weil das brauchen wir auf jeden Fall nochmal hier. Ach komm. Workbench kann man auch mal da lassen. Ach guck mal hier. Da ist auch noch genug. Gott, total vergessen. Naja, so jetzt noch das Inventar ein bisschen aufräumen. Ne? Das ist ja A und O und so. So und dann wieder zu... Obwohl. Nö, wir bleiben hier. Dann weiß ich nämlich auch das nächste Mal, wenn ich online gehe. Oder wenn ich hier die Welt starte, dass ich dann... Ja. Alter, doch nicht so nah in die Fresse. Was machst denn du? Ja, gut, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen hoch, Daumen runter. Und jetzt fange ich auch mit der gleichen Scheiße an. Wollte ich eigentlich nie. Muss man Feuer... Ah, so. Feuerzeug ist auf den Boden gefallen. Zum Abschied noch eine Fluppe. So, nochmal kontrolliert. Ja, die Aufnahme läuft. Sehr schön. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl, haut rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu viele Folgen geworden sind. Ansonsten, ja, gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.